Ich gucke jetzt Herr der Ringe zum ersten Mal in meinem Leben. Und heute reagiere ich auf Teil 2. Herr der Ringe, die zwei Türme. Das habe ich mal gesehen. Geh doch da weg, Gandalf, schnell weg. Hast du dir überlebt? Ach nee. Ich sag doch, du wirst weggehen. Ich bin nämlich Zukunftsseher. So heißt das. Was denn jetzt? Überlebt ihr den Kram jetzt? Wenn der das überlebt, bin ich ja mal ultra der Prediction-Profi. Wie lange fallen die denn da? Gandalf! Dann doch kein Prediction-Profi. Oh, da brennt's. Scheiße, Mann. Ey, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich weiß, dass der Film so unfassbar lang geht. Und dann gibt's noch einen dritten Teil davon. Ich war Sam. Sam. Das ist eigentlich Sam. So nicht Sam. Was ist das denn für ein Name? Riecht hier hoch und so. Hier in der Nähe muss ein ekelhaftes Moor sein. Riechst du das? Vielleicht ja Moor-Dor. Ich rieche es. Gib es ab von uns! Von uns? Warum redet der in Plural? Ihr habt Versprechen zu tun, was sie von uns wollen. Der prankt die, ich sag's dir. Wer zum Fick ist das? Oh, der hat, oh, Pferde und so gelegt. Mega nice. Alter, so ein Steinhörer, Mann. Mega nice. Ich glaube, dass sie es gefunden haben. Da ist doch so im Boden grün und auf dem ganzen Gras da. Aber ist okay, kann man machen. Mega nice auch. Der Kack. Ihr Zwerge sind hier geboren, der Spurter. Er hat gesagt, Spurter? Ich meine Sprinter, oder? Also nicht das Auto, Van-Ding, sondern laufen. Elbenauge. Der hat doch zwei Augen. Was ist denn da los? Ach, die zwei Türme. Das ist der Name des Films. Was ein Zufall. Orks mit dem Zeichen der weißen Hand. Die weiße Hand und der ist auch weiß. Ihr seid ab sofort verbanniert. Ihr wieder droht euch der Tod. Das ist nicht so gut. Aber wer war das? Die sind nicht zum Fressen da. Haben wir noch Beef? Weil die kein Beef haben. Wer ist das jetzt? Wo kommen die her? Haben die ganzen Leute die jetzt nicht gesehen, obwohl die gerade ganz knapp dahin in den Stein gegangen sind? Also das kann doch weiter wegsehen, dass da drei Leute stehen oder nicht. Die Kadaver legten wir auf einen Haufen und verbrannten sie. Mögen diese Pferde euch einen besseren Geschick entgegentragen als ihre letzten Herren. Jetzt haben die Pferde durch Hobbits getauscht, quasi. Gehen die Stongs hoch, sag ich dir. Weil Pferde sind größer als Hobbits. Zum Fangorn-Wald. Fangorn? Meinst du nicht eher Fangorn? Oder auch Fangorn? Der weiße Zauberer. Der weiße Zauberer. Und dann geht's zum nächsten A-Plot. Zurück. Ein Moor! Er hat uns in einen Sumpf geführt. Ich meine, das hätte man auch bemerkt, bevor man da reingetreten ist. Jetzt gerade? Ah, okay. Kann man hier nicht irgendwie von weiterer Entfernung erkennen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Sumpf und einem Moor? Und schnell wie Schatten müssen wir sein. Schnell wie Schatten? Da fuck. Schatten ist jetzt nicht unbedingt irgendwie was Schnelles, bevor ich jetzt sagen würde, oh ja, Schatten, da schnell. Warum brennt es da eigentlich im fucking Moor? Was passiert? Warum bin ich da rein? Ist der dumm? Warum streichelt er den fucking Ring? Ah, hat sich ein neues Pferd gekauft. Ein neues Gehpferd. Also Fliegpferd. Also. Oh, das ist so unbequem hier. Mein Rücken geht kaputt. Das war der Schrei vom Drachen. Ich hab grad geantwortet. Das ist, ja, ist wie so ein Jedi. So die Schüsse abgewehrt. So. Also war nur ein Schuss, aber. Wer ist das? Was ist Gandalf? Gandalf? Aber in weiß? So, ist das jetzt ein Geist oder ist das jetzt, was das? Wenn der gefallen ist, wieso kämpft er dann auf dem Gipfel mit dem? Aber gut, wieso kriegt das Riesenmonster das nicht hin, den zu töten? Was ist da los? So ein Cake-Monster. Aber Gandalf ist einfach zurück. Ich hab's im letzten Video predicted. Ich bin einfach schlau. Es ist einfach wie es ist. Kann man nichts machen. War nicht eben noch der andere? Ach, da war es eben auch Gandalf. Und jetzt ist alles sauber bei denen. Wer ist das? Ist das der böse Typ von eben? Nein, das ist der böse Typ von eben. Auf Geheiß von Grima Schlangenzunge. Grima Schlangenzunge war es der böse von eben, den die als Schlange bezeichnet hat. Ihr wollt einem alten Mann doch nicht etwa seine Stütze nehmen. Aha, hat seinen langen Stab doch noch reinbekommen. Was?
Aber es ist Gandalf der Weiße, oh mein Gott. Wieder der Dutch Angle. Und der hat den fiesen Mob da rausgeballert jetzt. Gut, Kameratechnik und so. Wahrscheinlich mal ein Matchcut oder was war das gerade? Keine Ahnung. Ich hab gar nicht hingeguckt, weil ich gerade die Wand gerichtet hab. So. Der guckt genau in die Kamera. Und der redet mit sich selbst. Deswegen hat er eben in Plural gesprochen, weil der zwei sind quasi in seinem Kopf drin. In seiner Birne. Profikoch und Profikoch sind da und haben Beef. Also Kaninchen-Beef. Was kein Beef ist, aber trotzdem, wenn die das vloggen könnten, wäre mal ein richtig nicer Vlog. Aber irgendwie war der erste Film doch, keine Ahnung, krasser. Mehr passiert irgendwie. Was hat der denn da für ein Viech? Ist das eine fucking Hyäne? In komisch? Meine Axt wartet auf deine Fratze! Der geht auf meine Rechnung! Ist das Viech irgendwie ein bisschen dumm? Was war denn das jetzt? Jetzt hängt der da locker so irgendwo. Man hat übrigens die Storylines die ganze Zeit auseinander. Wer zum Fick ist das überhaupt? Der Ring wird nach Gondor gehen. Er wird gehen nach Gondor. Er wird gegangen sein nach Gondor. Aber ich hab gesagt, dass er lebt. Ich weiß nicht, wieso der lebt, aber ich hab gesagt, er lebt. Ich weiß meine eigene Festung durchaus zu verteidigen. Ich glaube eher weniger. Ja, die können ja auch mal sich hinsetzen. Ich meine, einer, der guckt oder zwei von mir aus, reicht ja. Achso, die sind schon da. Mit einem nice Beat da. Das sind nämlich Beatboxer. Aber schon Boxen machen die mit Sperren. Der Wilhelm-Schrei. Dann nutzen die das, weil ich denke, das ist lustig, packen wir mal rein. Oder nutzen die das, weil ich einfach denke, das passt ganz gut da rein. Schaffst das? Mach den weg, nein. Okay, der hat sich einfach da reingeworfen. Das ist aber nicht so gut, glaube ich. Kann das sein, dass die Bäume ein bisschen wie die USA sind, weil die ein bisschen brauchen, bis sie hier zugekommen sind? Also, falls die mal überhaupt mal hinkommen. Er ist gerade angekommen, um zu helfen. Und jetzt ist er kaputt gegangen. Die, Moment, meine Haare, was ist denn da los? Meine Haare sind weg. Der Film geht so lange, dass meine Haare schon kürzer gewachsen sind. Das ist, sieht gar nicht gut aus, glaube ich. Oder hört sich nicht gut an, weil man hört nichts. Jetzt kommt Gandalf. Und dann kommt hoffentlich Gandalf auch nochmal. Und fegt die weg. Also, nicht so. Die Bäume auch noch. Die sind aktiv am Kämpfen. Der hat einfach aufgehört aufzunehmen. Ja, genau du. Ich hab dich im Blick. Lasst sie frei. Mega nice Typ, Digga. Ehrenmann. Ich wüsste zu gern, ob wir jemals in Liedern vorkommen oder in Geschichten. In Geschichten. Und die sind in Geschichten. Aber scheint so. Als wenn ich in dem Video auf Teil 1 reagiert hätte und da kannst du auch ein Video angucken. Mega nice. Weil der Film ist jetzt zu Ende. Du kannst auch meinen Film auf YouTube komplett kostenlos angucken. Schönen Tag noch.